Cabrillo in San Pedro, Kalifornien, findet ein einsamer Strandgänger die erste, dann eine zweite und schließlich noch eine dritte Flasche Bier. Die Flaschen sind wie ein Wunder voll. Sie sind die ersten Hinweise einer Tragödie. Doch die drei Flaschen sind doch nicht allein auf die Reise gegangen. Da schwemmt eine Welle noch einen aufgerissenen Container mit Adresse und Absender an. Was ist hier geschehen? Piraten? Ein Schiffsunglück? Sabotage? Gibt es noch mehr überlebende Flaschen? Wasserpolizei, Küstenwache und schließlich die amerikanische Marine werden benachrichtigt. Doch auch Versuche, den Pazifik auszuleeren, scheitern. Die zivile Bevölkerung beteiligt sich an der Suche nach den vermissten Bierflaschen. Alle Fernsehsender, auch foxtönende Wochenschau, berichten live. Selbst die kampferfahrenen Marineinfanteristen beteiligen sich an der Suche. Nach mehrtägiger Suche gibt die Navy schließlich auf und zieht ihr Personal zurück. Unsere drei überlebenden Heldenflaschen werden ihrem gesetzlichen Besitzer übergeben, der sie sofort in seinem Kühlschrank verwahrt. Ende gut, fast alles gut. Vielen, vielen lieben Dank. Margret und Jörg in Hamburg. Prost!